Ja, guten Morgen zusammen vom schönen Praxer Wildsee aus Südtirol. Ich bin hier an einem der meist fotografiertesten Spots, zumindest Spots, die ich kenne. Kein Wunder, der See ist wunderschön. Türkisblau, die Berggipfel spiegeln sich im See. So habe auch ich heute Morgen den Weg hierher gefunden. Hier waren schon ca. 30 Fotografen. Eine Drohne ist auch gerade in der Luft. Also idyllisch ist was anderes, aber das Bild sieht ziemlich geil aus, was man hier wirklich machen kann. Aber heute geht es speziell um die Filterfotografie. Filter benutzt man ja ganz oft in der Landschaftsfotografie, um Langzeitbelichtungen machen zu können. Langzeitbelichtungen braucht man zum Beispiel, wenn man die Wellen, die jetzt ganz leicht zu sehen sind, glatt gebügelt werden sollen, also spiegelglatt sein sollen. Ihr könnt aber auch Verlaufsfilter verwenden, gehe ich auch gleich nochmal genau drauf ein. Da könnt ihr zum Beispiel jetzt den Himmel abdunkeln oder den oberen Bereich des Bildes, weil ihr seht es gerade auch hinter mir, der Berggipfel steht in der Sonne und ab der Bildmitte bis nach unten ist alles sehr dunkel. Und so könnt ihr jetzt speziell mit einem Verlaufsfilter einfach den Himmel abdunkeln, um da einfach ein stimmiges Bild zu bekommen. Ich verwende diese Filter auch meist, um mir in der Nachbearbeitung viel Zeit zu ersparen, weil mit den Filtern entsteht eigentlich schon ein recht schönes Bild. Ich verwende so ein Filtersystem, das ist das hier von Haida, das heißt Haida Nano Pro Filtersystem. Das ist ein 100 mm Filtersystem, das heißt, die Filter, die da reinpassen, müssen 100 mm breit sein. Das wird vorne auf die Kamera einfach draufgeschraubt, also aufs Objektiv, und dann kann man von oben die Filter reinstecken. Es gibt aber auch Schraubfilter, also ND-Schraubfilter, die man aufs Objektiv packen kann, die ich immer zum Filmen verwende. Die haben aber einen Nachteil, man kann diese Filter nicht kombinieren mit anderen Filtern. Also man kann, wenn der Filter drauf sitzt, kann man dann keinen anderen Filter vorne drauf schrauben, wie zum Beispiel nochmal ein Verlaufsfilter. Ja, aber diese Schraubfilter haben auch noch den Nachteil, vor allem jetzt bei der Fotografie, dass an den Rändern, wenn ihr jetzt sehr weitwinklig fotografiert, unschöne Vignetten entstehen. Aber auch Farbverschiebungen sind mir aufgefallen, also aber wirklich nur im weitwinkligen Bereich. Und deswegen nehme ich diese Schraubfilter wirklich nur zum Filmen her. Wenn ich jetzt auf 1/50 filmen möchte, bleibt der drauf. Also auch das System wird aufgeschraubt und die Filter werden oben reingesteckt. Ich zeige es euch mal, wie das funktioniert. Zwar eine kleine fummelige Arbeit, aber nehme ich gerne in Kauf. Gut, jetzt ist das Filtersystem schon mal montiert. Jetzt könnt ihr eigentlich ganz genau sehen, wie schön dunkel dieser Verlaufsfilter oben ist. Und zur Bildmitte hin wird er immer durchsichtiger. Und der dient dazu, den Himmel abzudunkeln, wenn jetzt die Sonne schon oben herausgekommen ist. Der wird jetzt hier einfach oben eingesteckt. Schiebe ich den rein und jetzt müssten schon die Bergspitzen schön blau erscheinen. Sieht doch geil aus, oder? So easy und schon habt ihr kaum noch Arbeit mit der Nachbearbeitung. Und das Schöne ist jetzt, wie ich schon gesagt habe, bei so einem Filtersystem, man kann die kombinieren. Ich kann jetzt hier zum Beispiel auch einen ND-Filter vorne draufschrauben. Der Filter heißt Haida Nano Pro 1.8 ND. Damit kann ich jetzt die Belichtungszeit um den Faktor 64 verlängern. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel das Bild bei 1/100 Belichtungszeit machen würde, könnte ich jetzt eine halbe Sekunde lang belichten. Wenn ich den reinstecke, was mit den Bildern tatsächlich passiert, es wird ultra dunkel. Ja, aber so habe ich eben die Möglichkeit, um ein 64-faches länger zu belichten, wenn ich mein Foto mache. Jetzt habe ich noch einen weiteren ND-Filter, auch von Haida Nano Pro, von der MC-Serie. Und das ist der 3.0-Filter. Das heißt, ich kann mit dem um das 1000-fache belichten. Also um das 1000-fache, um den Faktor 1000 bedeutet, wenn ihr ein Bild mit normalerweise 1/100 macht, könnt ihr hier 10 Sekunden lang belichten. Und wenn ihr mit 10 Sekunden zum Beispiel eine Wasseroberfläche belichtet, ist die wirklich spiegelglatt, auch wenn ihr gerade am Meer seid und da sind ordentlich Wellen. Ihr könnt eigentlich alle 100 mm Filter in dieses System reinstecken, die 2 mm dick sind. Und ganz interessant ist auch dieser Filter.
Der heißt Reverse GND Filter. Den nehme ich zum Beispiel am Meer sehr gern her. Wenn die Sonne direkt über der Wasseroberfläche steht, also kurz vorm Untergehen ist, dann der Filter ist nämlich hier in der Mitte am allerdunkelsten und nach oben hin wird er leicht heller. Also richtig geiler Filter, aber wirklich nur fürs Meer eigentlich zu gebrauchen oder für die Seefotografie, wenn die Sonne wirklich in der Bildmitte, also an der Wasseroberfläche steht. Der heißt, der ist jetzt von, ich glaube von Rollei, Reverse GND 0,9 ist meine Stärke, die ich verwende. Wenn ihr euch Filter kauft, kauft euch auch so eine Tasche dazu. Die ist jetzt auch von Haida, könnt aber jeder andere auch nehmen. Hauptsache ist, dass die Filter sehr gut geschützt sind in der Tasche. Diese Filter jetzt von Haida bzw. die Nano Pro Serie hat für mich den Vorteil, dass die keine Farbverfälschungen haben und dass die auch sehr schön wasserabweisend sind. Die sind mir auch schon mal runtergefallen in Sand, das hat ihnen auch nichts ausgemacht. Also von der Qualität her ist es wirklich Profi-Werkzeug. Also Haida Nano Pro ist tatsächlich ein Profi-Filter. Kostet auch einiges. Ich glaube 150 Euro oder sowas kostet ein Filter. Ist nicht wenig, aber auf die lange Sicht haben sie sich schon rentiert bei mir. Das war jetzt mein kurzer Rundumriss um meine Filterfotografie. Ich bin total durchgefroren und muss jetzt langsam mal einpacken. Aber ich würde mich freuen, wenn euch das Video was gebracht hat und wenn ihr meinen Kanal abonniert oder auch ein Like da lasst. Also ihr seht, warum der Praxer Wildsee so ein beliebtes Fotomotiv ist. Das ist einfach wunderschön. Auch die Einstellung hier könnte für ein Foto eine tolle Bildkomposition sein. Die beiden Leitern, die von den Ecken parallel runter in den See laufen, sieht ziemlich geil aus. Aber das Foto kann ich heute leider nicht machen, weil ständig Modeshootings hier auf dem Steg hinter mir sind. Da muss ich schon noch mal im Winter herkommen bei minus 10 Grad oder so. Und jetzt sage ich nur noch Bye Bye vom schönen Praxer Wildsee aus Südtirol, euer Sigi. Aber auch die Models frieren sich echt den Arsch ab. Ja.